Und dann war eigentlich das Kapitel gleich erledigt, ne? Außer kommt noch irgendeine böse Überraschung. Oh oh. Ich musste ja mal den Mund aufmachen, ne? Oh nein. Irgendwas sagt mir, es wird jetzt ein bisschen schwieriger. Die haben es wahrscheinlich voll drauf, ne? Ich nehme mal sehr stark an, keiner von denen ist rekrutierbar. Wo bin ich? Hey, warte mal, er ist da. Sehe ich gerade. Ah! Oh, Verstärkung. Hätte ich ein bisschen früher auftanzen können, ey. Oh, Ringe. Gib. Oh, bitte schließt euch mir an. Aber bitte sagt mir nicht, wir kriegen ihn. Dann könnte ich nämlich die Drachen da irgendwie noch fertig machen. Das ist der Zeitkristall. Aber jetzt gehört er mir. Oh, Blazing Swords, ja, Fire Emblem 7. Sehr gut. Sie kennt man ja aus Super Smash Bros. Auch als Helfer-Trophäe. Emblemlin ist auf Angriff spezialisiert, die Gegner keine Chance zum Kontern lassen. Die Synchrofähigkeit Vehemenz gewährt besonders schnell einen Folgenangriff, bevor der Gegner kontern kann. Die Bündniswaffe Meisterbogen landet häufig kritische Treffer. Aber man kriegt grüne Haare. Sehr geil. Sieht aus wie hier von Code Geass hier. CC oder Shizu oder wie auch immer sie genannt wird. Ausgesprochen wird. Die Bündnisfähigkeit Doppelgängerruf erschafft Doppelgänge des Anwenders, die in Koop-Schlägen teilnehmen können. Der Bündnisangriff Astra Sturm führt 5 Bogenangriffe aus extremer Entfernung auf einen Gegner ab. Oh, Lucina. Aus Fire Emblem Awakening.
Da merke ich ja, dann wird ja Robin ja gar nicht vorkommen in dem Spiel, wenn sie Awakening repräsentiert. Ich habe es total nicht versucht in mein Spiel. Weil sie hat sich als Marv ausgegeben in Fire Emblem Awakening am Anfang, indem sie eine Maske getragen hat und ihre Haare versteckt hat. Weil Awakening spielt irgendwie tausende Jahre nach dem ersten Teil, glaube ich. Emblem Lucina Stärke ist Teamarbeit. Ihr volles Potenzial, falls sie, wenn sie in der Nähe von Verbündeten kämpft. Die Synchrofähigkeit Doppelschlag befähigt die Anwender ungeachtet seines Einheitstyps zur Teilnahme an Koop-Schlägen. Ja, das ist so eine Anspielung an Awakening, wo die auch dieses Perb-System hatten, das noch nicht komplett ausgeklügelt war damals und voll nervig war. Die Bündniswaffe Adelsrapier fügt berittenen und gepanzerten Gegnern zusätzlichen Schaden zu. Die Bündnisfähigkeit Schildbund blockt mit hoher Wahrscheinlichkeit Angriffe auf benachbarte Verbündete ab. Der Bündnisangriff alle Vereine ermutigt alle Verbündeten im Umkreis von 2 Fällen zur Teilnahme an einen Koop-Schlag. Stimmt, haben wir ja schon, glaube ich, gesehen, ne? Oh, Gott sei Dank. Ja, da heißt, ich kann mir nur einige Sachen hier leisten. Ich glaube, nah, nehmen das viel besser. Ich bin schon einmal drauf gegangen heute. Im ersten Zug. Ivy, Zelkov und Kagetsu haben sich deiner Gruppe angeschlossen. Ah, jetzt wünschte ich, ich hätte diesen Dolch. Er ist Level 17. Oh, jetzt wünsche ich, ich hätte den Dolch, Mann. Oh. Wie viel Ausweichen kriegt er? Gar nichts. Warte mal, wo ist hier ein Wald? Hier. 100. Na, wenn ich jetzt den Dolch von Yunaka im Vorrat hätte, ne? Ich nehme an, kann ich nicht, ne? Noch habe ich noch nie gemacht, ne? Im Vorrat kannst du Items hinterlegen und bei Bedarf wieder abholen. Aber bitte sag mir. Nein. Oh, wenn ich Yunakas Dolch jetzt dabei hätte, ne? Warte mal. Dann könnte ich hier, ja, ich könnte die alle hier erledigen und aufhalten. Keiner von denen würde mich treffen. So, wen haben wir denn hier alles? Ich meine, sie kennen wir ja, ne? Donnerschwert. Oh nein. Anführerin der 4 Bluthunde. Sie ist die Nachfahrin von Magiedrachen und lebt seit tausenden von Jahren, okay. Guck mal, wie sie darauf sitzt. Fliegt auch locker darunter. Stimmt, wir haben sie ja gar nicht im Kampf gesehen, ne? Melusine. Limousine. Magische Ritterin auf einem bösen Drachen. Setzt im Kampf mächtige Magie und Schwerter ein. Ja. Okay, die haben 3 Dinger hier. 3 Werte. Haben wir Gris und Celica. Er ist ein Magier, ein Weiser. Er ist ein weiterentwickelter Magier. Erfahrene Magier, die über immense Macht verfügen, können sowohl Bücher als auch Stäbe verwenden. Okay, sie ist Level 23, der ist Level 3. Okay, also einige Charaktere können, einige Klassen können definitiv über Level 20 gehen. Königsritter, Ritter zu Pferde, die Schlachtfelder dominieren und Verbündete um sich sammeln, können Stäbe nutzen. Oh. Mauvi, einer der 4 Bluthunde, ein harter, ehrlicher Mann, der übertrieben loyal ist. In Gedanken. Ah, das ist genau wie der Duos. Das hat das Gefühl, er ist rekrutierbar, weil er sieht mir noch relativ, weil nicht. Er sieht mir noch relativ chillig aus, im Gegensatz zu den anderen. Von ihnen haben wir noch nicht gelesen. Loyaler Leutnant der 4 Bluthunde, ein gefährlicher, labiler und brutaler Anwender mächtiger Magie. Dann haben wir Mani. Sie ist ein General, das ist ein weiterentwickelter Ritter. Starke panzerige Kämpfer, die neben hohen Verteidigungswerten auch über enormen Angriffskraft verfügen. Okay, da ist mal eine coole Axt. Das ist wie ein Wurfstern-Axt. Mani, Mitglied der 4 Bluthunde, eine etwas naive gepanzerte Ritterin.
Okay, ich habe so das Gefühl, wir müssen uns ein bisschen beeilen jetzt. Hier sind immer noch Leute, aber die haben alle nicht ihre Dingens ausgerüstet. Verdammt. Aber wir haben jetzt den Zeitkristall und wir haben jetzt hier neue Charaktere, zum Beispiel Ivy. Oh. Die mysteriöse melanolische Kronprinzessin von Illusia. Ihre eisige Haltung scheint nie zu verschmelzen und sie sitzt auch irgendwie so auf ihren Drachen. Wendiger, ein Ritter mit enger Verbindung zum Raubtieren, kämpft mit Magie und Stehen vom Rücken eines Weiberns. Wir haben Purgativ, auch nicht schlecht. So, ich meine, wir haben die Charaktere alle schon nachgeschaut, ne? Aber egal. Kagezo, Prinzessin Ivys Getreuter, ein attraktiver junger Mann, der nicht aus Illusia stammt, spricht frei und offen. Schwertmeister haben mehr kritische Treffer. Aber wenn ich jetzt Yunakas Dingens dabei hätte, ne? Was ja mehr ausweichen geben könnte, ne? Ich würde jetzt hier hochgehen und all die Drachen da erledigen. Ich bin mir ziemlich sicher, niemand von denen könnte irgendwie was ausrichten. Obwohl, jetzt wo ich dann nachdenke, er könnte was ausrichten, weil Magie geht ja durch ausweichen, wenn man den also ignorieren, ja, so Ausweichbonusse. Aber selbst dann wird er ihn nicht treffen, weil er hat 115. Ich habe jetzt den Zeitkristall, das heißt, ich schicke den Typen jetzt einfach mal da oben hin, ne? Und wir sehen mal, wie weit wir damit kommen. So, wir können uns sowieso jetzt ein paar Fehler erlauben, weil wir jetzt hier wieder unsere Leute haben. Das heißt, wir chillen ja erstmal noch ein bisschen. Und danach müssen wir ja wenn wir gehen erstmal alle weg und hier Donner, wo ist nicht in Reichweite sich gerade doch nein du hast Donner, ne? Gib dir mal den Donner und du kannst dann ja kontern, ne? Du nimmst ja nicht so viel Schaden, oder du nimmst gar keinen Schaden, cool, noch besser. Gar kein Schaden ist besser als wenig Schaden. Mein. So, wo ist mein Hauptcharakter? Ich bin blind. Wo ist er? Da, mein Gott. Habe schon bewegt. Schade. Hier bewege ich dich mal hin, ne? Damit irgendjemand hier supporten kann, keine Ahnung. So, irgendjemand noch hier an Heilung benötigt, ja. Heilung, mir geht langsam die Heilung aus. Ich habe glaube ich nur einen Stab im Vorrat, aber mit eng. Ja, schon krass. Ich habe jetzt hier weiterentwickelte Einheiten, Charaktere schon auf Level. Ich habe gar nicht auf die anderen Charaktere jetzt hier geachtet. Ja, wird schon. Anna ist da, ist ein Lanzenkämpfer. Oh, jetzt bewegen sich. Kein Schaden. Oh Gott, die bewegen sich ganz schön weit. Wir können das Kapitel jederzeit beenden, von daher. Keine Angst. Gibt es irgendwas, womit ich noch die Ausweichchancen erhöhen kann? Nee, ne? So, und die haben sich gar nicht bewegt. Na gut, dann komm du hier. Stahllanze. Nein. Doch. Ist okay. Wir können. Wir haben den Zeitkristall. Wir können jetzt hier ein bisschen chillen. Keine Sorge. Sie macht natürlich hier. Er macht natürlich hier fertig. Ah, oh, perfekt. Warte, ich kann nicht auch da reinpacken. Du bist ja zwar in Reichweite von dem einen, aber du bist in dem Wald. Wenn du Glück hast, machst du ihn fertig.
Daneben. Getroffen. Muss auch mal ein paar Erfahrungspunkte hier. 24. Okay. Uns geht's gut, uns geht's gut. Gegner kleben uns ein bisschen am Hintern gerade da oben, aber wir sind noch halbwegs außer Gefahr. Ich platziere ihn mal hier rein, ne? Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert, ne? Mit Yunaka hat das definitiv funktioniert. Sie wird überhaupt nicht getroffen werden. Ah, ich hätte vielleicht ein Dings rausholen sollen, einen normalen Heilstab. Was wird hier? Packt das mal da rein. Und oh, ich habe hier sogar hier noch. Ah, ärgert mich. Yunaka hätte ja voll Erfahrungspunkte abstauben können. Warte mal, hat dieser Typ nicht auch irgendwie so eine Fähigkeit, dass irgendwie die Ausweichchance reduziert wird, wenn er angegriffen wird? Die Ausweichchance wird erhöht. Ja, die Trefferchance wird reduziert, meine ich. Okay. Sie ist ein bisschen nah. Er macht aber wahrscheinlich nichts an Schaden, ne? 1% Treffer. Warte. Erleidet dieser Treffer minus 10. 101. Ah. Jetzt halt mal einen Moment fest hier, ne? Warte mal. Geistliche, okay. Ich meine, er könnte treffen. Er könnte. Ich muss hier runter. Ist auf die Zeit davon. Wir müssen hier weg. Ich glaube, wir sollten hier abhauen. Wird langsam ein bisschen knapp. Mein Hauptcharakter ist da ganz oben. So, wen wollte ich den Kill geben? Dir. Du bist natürlich wieder voll außer Reichweite. So, ihr bewegt euch nicht, ne? Das heißt, oh, du hast eine Meisterachse. Ich dachte, du wärst ein Bogenschütze. So, was? Ach, wegen Dings. Aha. Okay, dann macht das mir eben noch schwieriger, ja. Ja, versuch mal den auszuweichen. Versuch dich mal daran anzupassen. Ja, ja. So. Oh, kannst du denn schon wieder eher angreifen? Ah. Und er ist jetzt hier, ja, cool. Das heißt, irgendjemand muss da hier den Weg blockieren. So eine Fernkampfwaffe, nö. Dann geh du hier rein und greif den an, wenn du schon dabei ist. So, kannst den immer noch erreichen. Da. Oh mein Gott, das gibt's jetzt nicht. Ey. Idee. Überlebst du heute überhaupt? Jetzt sind einmal den Angriff, der zweimal an macht 11 Schaden.
Das sind 6, sie ist tot. Okay. Aber... Ach, du bist um einen Schritt so weit entfernt, Mann. Keine Sorge. Ist kein Problem. So, machst du ihn ja fertig. Und du kriegst ja sonst mehr Erfahrungspunkte. So, kann ich dich? Nö. So, du machst ihn platt. Keine Sorge. Unten sie wird überleben. Wir machen Folgendes. Erstmal bewegen wir dich nach unten hin. 1, 2, 3, 4. Okay. So, wir können zur Not hier abhauen. So, dann machen wir Folgendes. Erstmal. Wir bewegen dich hier hin. Du. Ich hätte gedacht, ich könnte da unten hingehen, aber okay. Du nimmst hier das Purgativ. Und du heilst da unten. Sie hoch, damit sie nicht weigt. Sehr cool. Level 15. Sehr gute Werte. Okay. Und du machst ja... Wie machst du Schaden? 8. So, und dann gehen wir mal hier hin, ne, und gucken. Das müsste ja eigentlich klappen, ne? Was kommt her? Ah, mit dem angefüttert. Okay. Oh Gott. Ich habe irgendwie nicht daran gedacht, dass er mit den Angriff auf jeden Fall treffen kann. Schon da gerade 1000? Aber warte mal, sie hatten Donnerschwert, ne? Mich gerade mit 26% getroffen. Ah, wenn ich Yunaka hätte, ne? Sie war ja voll reingegangen, hätte alles gedodged. Ich bin gerade so. Ah, das stört mich gerade. Ich hätte voll alles ausweichen können. Okay. So ist es eigentlich egal, ne? So, wir können jetzt einfach mit ihm ja reingehen. Dann ist die Sache erledigt. Na, jetzt mit dir aus. 4 Schaden, 34, sie ist tot. Ich könnte ein paar Leute hier noch angreifen, ne? Für Erfahrungspunkte. Wir machen dich mal hier platt. Am besten mit dir. Okay, nein, du machst ihn fertig. Das ist eine Meisterachs mit. What? Anna, kannst du ihn nicht erledigen? Ich würde gerne jemand anderen die Erfahrung. Oh mein Gott. Wie langsam bist denn du? What? What?
Warum bist du so langsam? Warte, was? Warum greife ich ihn an? Ich verstehe es nicht. Ich bin auf ihn los. Hat er eine Axt? Bin ich ja jetzt ganz blöd oder was? Ach, er hatte ihn aktiviert, deswegen. Oh. In die Fresse. Oh. Immer noch Level 11. Alter. Oh, Alfred, komm. Mach es mir jetzt hier nicht so schwer, Mann. Kann jemanden erreichen, dann kann ich auch direkt ihn angreifen. Alter, was ist das für ein Schaden auf einmal? 9. Ein mehr. Gibt's jetzt nicht, ey. Ich krieg den hier nicht down. Gibt's jetzt nicht. Ich krieg den nicht down. Ey, der überlebt ja mit 2 AP, das gibt's jetzt nicht. Ah. Mit dich aus. Du machst ihn fertig, natürlich. Ich wollte eigentlich. Irgendwie machst du ihn auch nicht fertig. Dollar. Triff bitte. Okay, danke. Ach, FP hatten sie 1000. Muss ich sagen. So, dann kriegen wir dich auch noch aus dem Weg. Hey, er hat noch ein Level abbekommen. Level 12 aufgestiegen. So, das hätten wir. Kannst du noch irgendjemanden heilen? Nein, kannst du nicht, weil du nur Purgativ hast. Was zwar viel Erfahrungspunkte gibt, aber so verschwenden will ich das jetzt eigentlich auch nicht. Ja, ich habe einen Panzer, aber ich habe. Sagst du dazu? Zwei Schaden. Oh, 7. Ich krieg 7 Erfahrungspunkte allein schon durch das Angreifen. Doof. Boom, boom. Sagst du dazu, was schon genug? Oh, perfekt. Nee, nicht perfekt. Ich habe immer noch keine Heilung. Na gut, dann war es halt wohl, ne? Weil weiter kann ich ja nicht überleben. Mann, ich ärgere mich immer noch, ey. Die Naka hätte die voll erlegen können.
manchmal noch ein, wenn ich mal irgendwann noch mal einen Spielstand hier mache, auf einen höheren Schwierigkeitsgrad, den höchsten, möchte ich definitiv noch mal versuchen. Okay, 34, das ist zu viel. Warum macht sie zweimal Schaden? Verstehe es nicht. Aber ist auch egal, weil jetzt reicht's hier. Hm. Ah, ich kann niemanden heilen, alles klar. Dann gehen wir mal hier raus, ne? Haben wir alles erledigt, haben wir alles eingesteckt, ja, ne? Das können wir nicht einstecken, das können wir alles nicht einstecken. Die Drachen können wir nicht fertig machen. Nur alle am Leben, ja, ne? 1, 2, 3. Nochmal hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Perfekt. Na gut, raus hier. Kein Bock mehr. Ich hätte nie gedacht, dass ich versage, aber ich möchte zurück zum Somniel. Abgeschlossen. Okay. Sie ist der MVP. Hätte ich jetzt nicht gedacht. こっちを森に身を隠しながら進めるわ。このまま Jetzt fangen wir das Trinkspiel wieder von neu an. Nehme ich an. Das hast du schließlich mir nicht an. Kannst dich auch, wenn während du böse bist, dich uns anschließen. Das war quasi interessanter so. Das ist, glaube ich, schon aufgefallen, als sie noch den Umhang hatte, ne? Diese Flüsterstimme. So, es fehlt noch das andere Mädchen. Dann haben wir alle Hauptcharaktere. Marv hat uns gewarnt. Er hat uns gewarnt.僕はそう思えません。こいつさえいなければ間に合ったかもしれない。父上は死なずに済んだかもしれないのに。スタルーク。アイビー王女が儀式を教えてくれなければ私たちは大教会にたどり着けなかった。父上は今も望まぬ姿で剣を振るっていた。そうだろう、スタルーク。兄上は悔しくないんですか？ こいつのせいで父上は死んだようなものなのに。父の仇はハイヤシンソーだ。そして彼も邪竜の手によって死んだ。ハイヤシンソーは亡骸すら残らなかったんだ。
やめましょう。これ以上争っても、もう何もなりません。すまない。アイビー王女、弟のヒレを許してくれ。いえ、こちらこそ父を止められなかったこと謝罪するわ。僕はまだそこまで割り切れません。父上にもう会えないんですよ。 ブロディアにあった指輪だって、もう二度と。確かに私たちは多くの犠牲を払ってしまいました。けれど紋章師たちは死んだわけでも決して戻らないわけでもありません。いつか取り戻せる。私はそう信じています。神龍様。あ、sonst können wir das Spiel nicht abschließen. それに全員いなくなったわけじゃないわ。私たちのことを忘れていただいては困りますね。Ihr habt immer noch zwei Waifus auf eurer Seite. Was sagt die Fume? Ich weiß nicht. Bedeutet Fume oder Umme Schicksal? Ich dachte immer, bedeutet Zukunft. Muss ja auch aus der Zukunft kommen. Kennt ihr Trunks von Dragon Ball Z? Ja, Lucina ist mehr oder weniger Trunks. Sie kommt aus einer zerstörten Zukunft und wollte ihren Vater warnen, bevor der große böse Dämon da zurückkommt. Das ist wortwörtlich, was im Fire Emblem Awakening passiert. スポイラー。母の教えを守り戦った。立派なことよ。でも残って戦うことだけが固くなに動かないことだけがみんなを守る道ではないって、そう思う。ルビエルさんはこれからの時間の中でそう教えたかったのだと思います。でも残念ながら そうするだけの時間は残されていなかった。マルスもあの時そう言いたかったのでしょうか。はい、きっと。そうですか。私は思い違いをしていたようですね。奪われても逃げても負けたわけではない。それならば。 Sie schlagen zurück. Nein, wir treten. Treten ist besser. Danero kann seine Klasse wechseln. もちろんさ、いつかこの場面を覆してやろう。このままで終わる気はない。失ったものは取り戻すまでだ。こんな時でも希望を見せてくれるんですね。うつむいている暇もないぐらい力になるわ。私でもあなたの役に立てるのなら。ありがとうございます。行きましょう。ソルム王国へ。 Yeah. Wir haben wieder unseren Schwung zurück. So. Ja. Ah. Irgendwie so mit den Gedanken gespielt, nochmal die Kapitel nochmal zu spielen, nur mit Yonaka, um da oben die Typen zu erledigen. Aber nee. Ich glaube, das wird nicht passieren. Die Kapitel waren doch schon relativ schwierig. So, jedenfalls, ich nehme an, wir sind im Somniel direkt, alles klar. Hey, Lucina. Ich stand einander als grimmige Feinde gegenüber, doch nun bin ich deine loyalste Verbündete. Loyaler als jeder andere. Glaub's mir. So, nee, natürlich als
Offscreen einsammeln. So, Boutique, Laden, Arsenal, Turm der Prüfung, neue Karte. Nachher, da kann ich jetzt ab Level 11 was machen, ne? So, Boutique, Laden, ja, schauen wir mal. Ja, weil wir jetzt einen Kontinent wieder abgeschlossen haben, ne? Jetzt können wir wieder neue Klamotten kaufen, ne? Sag mal. Ich habe vergessen, dass ich alle Sonnenbrille gegeben habe. So, wir haben neue Charaktere. Ivy, Selko von Kagetsu. Ah, da kann ich auch die Klamotten von den Leuten hier mal anschauen. Er trägt irgendwie die most Standard Klamotte, die man in Fantasy Serien oder Rollenspielen irgendwie sehen kann. So, und sie hat nicht ihre komische Kopfbedeckung in ihren Casual Klamotten. So, jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt, wie die neuen Klamotten aussehen. Ja, Reinheitslinie, Smart-Linie. Immer grün Linie. Wildnislinie. Morgentau-Linie. Oh, was mit den Mädels? Nice. Irgendwelche Dings auch. Glaube ich. So, aber noch Laden, Arsenal. Sagen wir mal, was wir hier haben. Wir können jetzt Pflege unendlich kaufen. Wir können Purgatives kaufen, ein paar. Noch ein Teleportstab. Einfrieren, Schweigen. Das ist so teuer. Ich komme irgendwie nicht an Geld ran in letzter Zeit. So, Waffen. Was haben wir denn hier? So, wir haben Schnitter. Der wäre nicht schlecht. Höhere kritische Trefferchance. Das ist nicht schlecht. Je nachdem, welchen Charakter ich die gebe. Keine neuen Dinger. Ein Kart. Abwehrhaltung. Oh, da bin ich schlecht. Wenn man den Heiler hier nicht drauf gehen. Okay. Sprechen wir erstmal mit allen Leuten, die ja, Supports. Ich habe vergessen. Jeder trägt eine Sonnenwolle. Sobald wir Gras haben, sollten wir direkt nach Solm reisen. Ich werde Vater nicht enttäuschen, indem ich jetzt zögere. So, irgendjemand konnte sich hier mit mir unterhalten. Nach oben. Irgendjemand hat einen Support. Also, warte, ich mache das so. Nein. War schon lange her, seit ich hier war. Oh ja, das sind zwei Kapitel voller Supports. Zitrin. Der MVP vom letzten Kapitel. Von der haben wir irgendwie noch gar nichts gehört oder gesehen. Weil sie nicht so gesprächig war irgendwie, seit wir sie getroffen haben. Irgendwie habe ich doch schon eine eigene Insel. Alter, die hat Asche. Das Geschenk der Liebe. Ja,
Ich bin der Hauptcharakter. Ich muss mich mit dem Spieler identifizieren. Deswegen bin ich nicht materialistisch. So, Lapis. Oder Lapis, Lapis, ne? Irgendwie schon, aber irgendwie levelst du nicht auf. Ist immer noch Level 11. Was mich ein bisschen ankommt, weil ich mag Schwertkämpfer, ich mag Myrmidon oder Söldner. Das sind meine Lieblingsklassen im Fire Emblem. Ich hoffe, sie entwickelt sich zum Helden. Also die Klasse. Was macht denn Alchris mit ihr? Ist er den sein Getreute, ne? Jetzt reicht. Sie kriegt alle Kills im nächsten Kapitel. Dann fühlt sie sich bestimmt bestätigt, ne? Wenn wir hier eine Horde von Gegnern hier reinschmeißen, ne? So, zwei Hauptcharaktere, Diamant und Alfred. Treffen sich ein Alfred und ein Diamant in der Bar. Okay, also noch so viel übrig. Chloe und Fran. Ich meine, wir haben zwei Kapitel gespielt, von daher. これじゃ今日はもう間に合わないわ。そうそうはしてどうしたの？もしかしてこの後デートの予定とか？違うわよ。珍味の屋台に行きたかったの。珍味の屋台？え、私は変わった食材を使った珍しい料理が大好きなの。でもこのご時世だから、そういうものを出すお店も少なくなってきていて。 Okay,
Ja, kann man denn Schlange essen? Sind die nicht aus Leder? Wie geht denn das, Mann? So, Clan und Cedrin. Mein Magier. Magie-Duell. Ne, wie heißt das noch mal in Harry Potter? Als er letztens hier dieses Spiel rausgekommen, ne? Hogwarts Legacy oder so. Das Open World Harry Potter Spiel. Die konnten sich da auch duellieren, ne? Ich habe einige der Filme gesehen, aber ich kann mich ja nicht erinnern. それだったらみなかったことに。違うよ。勝手に勘ぐらないで。ノバナを見てたんだ。どうしてまた。少し前に見つけた時は枯れかけてて。だから支え棒をしてお水をあげたんだ。そうしたら少しずつ元気になってさ。 そういうことだったのね。やっぱりおかしいよね。野花に夢中になってるなんて。とんでもないわ。あなたの行いはとても立派よ。そうなんだ。ありがとう。私も時々この野花の様子を見に来ていいかしら。うん。クランに見つかったこの野花は幸せね。 Und dann kam der Winter oder der Feuerball von Klappen. So, Anna und Fram. Hat jemand gerufen? Finanzen? それでよし。あ、それでよし。それで何の買い物をしてるの？あら、アンナじゃない。どうしてこんなところに？アンナじゃない。あら、アンナじゃない。どうしてこんなところに？これ、だって。ひまわりさん、etwas。kindliche Anrede oder so。あ、もしかしてアンナさんのお店におすすめの商品とかあったりする？さすがフラン。察しがいいわね。 Ich merke halt, ich habe nicht mehr mal kein Eier. Das heißt, ich kann niemandem mehr einen Stab geben. Das heißt, ich habe nur noch Jan und Fram als Heiler. Und Ivy. Sie kann ja auch stehen benutzen. このぐらいできないと生きていけないのよ。私の商品は珍しいものばかりだし、フランの両親も絶対喜ぶはずだよ。それならこの置物を買おうかな。文字を彫ってくれるなら特別な贈り物になりそうだし。まあ、いどわり。綺麗に包装してあげるから待っててね。アンナさんって子供だと思ったらすっごくしっかりしてるよね。アンナって呼ぶよりも Okay. Heißt nicht Janai irgendwie nicht oder so? Anna Janai? Würde das nicht bedeuten, irgendwie nicht Anna oder so? Ich bin noch am Lernen, okay. So, Lapis und Altchrist. Letztes Support. Außer ich krieg gleich noch welche in der Arena. Staruk-sama?
Unglaublich wütend. Ich kann die ganze Welt hören, wie sie mich ausbuht. Was hat Zoro noch mal gesagt? Ich wünschte, ich wäre als Erbse geboren oder irgendwie so. So, gibt es hier irgendwie was? Nein, okay. So, Diamant haben wir geredet, mit Lucina haben wir geredet. Wo ist das Trainingsbad? Kagetsu. Okay, Kamera, beruhige dich. Ja, ich bin am Trainieren. Hast du ein Problem damit? Die Sonnenbrille, ich bin da klasse. Ja, ah ja, du bist. Nee, du bist Kagetsu. Danke, dass ihr mich an diesen heiligen Ort duldet, göttlicher. Ich kann jetzt kaum warten, seine Schönheit zu betrachten. Oder was auch immer da stand. So, oh. Aussichtspunkt. Nichts. Lager hier. Oh Vater, nein, ich kann jetzt nicht zurückblicken. Um Brodias willen müssen wir jetzt voranschreiten. Das Heiligern ist mir etwas zu grell, doch zumindest wird es mir nicht langweilig werden. Der Typ sieht aus, als hätte irgendjemand den Kontrast irgendwie von dem voll runtergeschraubt. Die Farbenstärke irgendwie. Kann der, wenn man irgendwie einen Charakter irgendwie erstellt in irgendeinem Videospiel oder so, und man hat irgendwie, weil nicht, man kann irgendwie Farben oder so erstellen und man zieht den Balken ganz nach links, ganz nach unten, dass die Farben voll trocken sind oder so. Wir haben für den Dämonendach gekämpft, doch von nun an sind Ai und ich ganz für dich da. Danke, dass ich hier sein darf. Ich kann nur hoffen, dass auch Hortensia diesen Anblick eines Tages genießen kann. Auch hoffentlich. So, hier gibt es irgendwie was ich jetzt machen kann. Level 11, kann ich das irgendwie solo machen? Ja, kannst du mehrere Kämpfe im Folge stehen. Höhere Schwierigkeitsgrade bieten attraktive Belohnungen. Okay. Ich würde mir nur mal anschauen, ehrlich gesagt. Ja, Sturmprüfung ist es, mehrere Karten in Folge zu gewinnen. Jeder abgeschlossene Kämpfer hältst du Material und Erfahrung für die Verbündeten, die teilgenommen haben. Die Schwierigkeit einer Prüfung kann bei der Kartenauswahl festgestellt werden. Bei höherer Schwierigkeit gibt es bessere Belohnungen. Kämpfe 3. Also. Also es hat ja grinden. Man kann ja irgendwie grinden. Diese Dinger kann man irgendwie ja benutzen, um die Waffen von den Emblem-Charakteren hier zu aufzupowern, was ich irgendwie nicht mache. Ah.
Ansonsten weiß ich nicht, wenn es dafür Erfahrungspunkte gibt, weiß ich nicht. Da kommt mir halt irgendwie als Grinden vor und da will ich nicht machen. Ich habe mir zum Ziel genommen, ich werde nicht grinden, ich werde nicht diese Offscreen Grind, diese Kämpfe ja machen auf der Weltkarte, weil das zählt als Grinden, das will ich ungern machen. Außer, aber ich habe mir auf jeden Fall zum Ziel genommen, jeden Charakter mindestens hier irgendwie die Klasse wechseln zu lassen, damit ich halt sehe, was die sich noch verwandeln und so, ne? Aber sobald ich mit jedem Charakter irgendwie die Klasse gewechselt habe, werde ich mir dann irgendwie das Team aussuchen, mit damit ich hier den Rest des Spiels mache. Weil irgendwann muss man sich halt auf ein paar Charaktere festlegen, die man das ganze Spiel lang spielt. Weil wenn man das nicht macht, dann verteilt man die Erfahrungspunkte auf zu viele Charaktere. Und wenn man das macht, dann hat man zwar alle Charaktere relativ hoch gelevelt, aber man hat nicht wirklich irgendwelche Charaktere vernünftig gelevelt. Was dann irgendwie die Kämpfe sehr viel schwieriger macht. Ja, oh, ich kann aber nur dreimal, weil oh, das stinkt doch wohl. So. So, Lapis würde ich sagen, ne? Weil sie ist noch Level 11. Nein. Im Leben, mein Gott. So, du holst dir, du schnappst dir. Ich sollte mir vielleicht mal die Charaktere anschauen, ja. Geschwindigkeit nicht schlecht. Schwertfertigkeit, Manikati, nicht schlecht. Behändigkeit, Doppelbeistand, Bogen, Agilität, auch Bogen. Ich weiß, sie hat Bogen. Sie hat Bögen wegen halt hier von Fire Emblem Heroes, wenn ich mich nicht irre. Und Lin hat einen Bogen, weil ihre weiterentwickelte Klasse einen Bogen hatte damals. Und Fire Emblem 7, wenn sie die Klasse aufgestiegen ist. Deswegen nehme ich an. Aber Problem ist, die Hauptcharaktere in Fire Emblem, die haben alle Schwerter, deswegen. Um so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, müssen ja halt einigen Charakteren auch andere Klamotten geben, ne? Sonst hat sie irgendwie nur Schwertkämpfer hier als Embleme und das ist ein bisschen langweilig. So, mach irgendwas fertig, bitte. Ah, verdammt. Obwohl. Mach keinen Crit. Danke. Ich benutze dich doch gar nicht, Claude. Okay, das sah nach ein bisschen wenig Erfahrungspunkte aus. So, oh. Sie hatte schon in Kapitel 11 irgendwie, das Kapitel vor diesem Kapitel hatte sie schon irgendwie vorher Killer Level abbekommen. Hat sie also fast alle, sie hatte auch fast alle Werte, glaube ich, hier gelevelt, bis auf ein oder so, ne? So, dann holst du dir noch Level 12 ab. Ja, der Leichtlanze. Komm, Bogenkämpfer. Oh. Bist du schneller als Anna? Was weniger Schaden als Anna? Nein, schaut mal nicht. Machst du sie auch daneben? Nein. Direkt Anna. Aber wir haben Level abbekommen. Nicht so ein gutes Level. Noch kein Support. So. Oh Gott, die sind ja alle noch unter Levels hier. Ah, Etty, Level 10. Butcher und Level 10. So langsam tun einige Charaktere so ein bisschen hinterherhinken. Na, Etty. So ein Support nebenbei wäre eigentlich auch nicht schlecht, aber was soll man machen, ne?
Pegasus. Oh, das können wir schaffen. John hat nichts auf. Mein fertig. Oh, was ist das denn? Okay, da könnte ein bisschen dauern. Abwehrhaltung. Warum hast du nur Abwehrhaltung? Ich habe noch. Das war Dreck. John. Verdammt. Was war das denn? So. Bestellen könnten wir eigentlich auch schon. Auf Training allen. Lass doch in die Kammer gehen. Ein paar Ringe. Ja, ne, ich kann jetzt feiern mit dem 7 Charaktere. Wir holen. So. Ach, die sind alle weg. Ja, da kann ich mir überhaupt. Nee, kann ich nicht. Okay, dann holen wir uns mal 10. Machen wir das mal, ne? Vor allem dem 7 Charakter, die müsste ich eigentlich alle kennen. Ninian, hey, die Tänzerin. Vor allem dem 7 und die Gemahlin von Eliwood, manchmal Hector, einer der Hauptcharakteren. Vor allem dem 7. Einer von 3 Lords. Ninian direkt wieder. Jetzt mal mit so ein paar Platinringe, ne? Jafar, oh, beste Einheit. Assassine. Florina, Pegasus da drin. Hat Angst vor Männern. Dorcas. What happened to Dorcas? A poisonous mutton. Matthew, Deep. Oh, noch mal Florina. War überhaupt kein Glück hier gerade. Oh, noch mal Matthew. Was am Platin? Florina S. Noch mal Florina. Ich glaube, das ist ein Platin-Ding, ne? Ich weiß ja nicht. So in Gachas ist es ja normalerweise irgendwie so, wenn du irgendwie einen Haufen Dinger erstellst, dann ist ja meistens immer einer garantiert, ne? Super selten zu sein, wie so ein Booster-Pack für Yu-Gi-Oh-Karten oder so, ne? Weiß nicht, ob das hier auch so funktioniert. Ah, machen wir 10. Ich schau mir die Erfolge gleich ab. Dann kriegen wir noch mehr Punkte. So, Fire Emblem Awakening, Lissa. Das ist Kroms kleine Schwester. Und eine Priesterin, eine Heilerin. So, Cordelia, das ist die, die ein Krom-Fanat ist. So, Gaius, ist der die mit dem Zuckerfetisch. Morgan, oh, da ist Robins Sohn oder Tochter, je nachdem, was für ein Geschlecht Robin ist in Awakening. Also das Kind aus der Zukunft, so wie Lucina. So, Inigo, das ist der Sohn von Olivia. Ich glaube Olivia, ne? Weiß ich nicht. Der Sohn von Lilivia aus der Zukunft. Taja, ja. Yandere von Robin. Ja, noch mal Inigo. Ich habe irgendwie die Schreibweise von denen gesehen. Ja, und da ist Krom, der Hauptcharakter von Awakening. Und Lucinas Vater. Noch mal Indigo. Noch mal Gaius. Alter, was sind das für Chancen hier? So. Und ja, man kann eine so doppelte kriegen. Ich habe 10 erstellt und ich habe nur. Egal, haben wir ein paar neue Ringe. Wir gehen. Was wollte ich machen? Ich wollte mir noch hier Dings abholen, ne? Meine Erfolge. Und dann war es da eigentlich. Ne? Dann ist halt schon wieder viel zu lang hier. Aber sie hat halt kürzer werden die Parts, glaube ich, nicht mehr. Ne? Ich könnte sie natürlich kürzer machen, aber dann müsste ich mehr Parts raushauen. Ne?
Dann haben wir zwar einen einstündigen Part, aber dann haben wir auch wenigstens alle zwei Parts hier ein Kapitel abgeschlossen, komplett. Und naja, für mich passt das schon. Ich finde die Sonnenbrillen klasse. So, wie viel habe ich? So, und ich habe meine Dinger wieder zurückbekommen. So, mehr Neues gab es hier nicht, ne? Essen kann man beim nächsten Mal am Anfang. Geweckt werden kann man auch beim nächsten Mal. Ich könnte noch mal auf die Weltkarte zurückgehen, um zu gucken, ob wir vielleicht irgendwie, ups, ob wir die Wächter, ob vielleicht jetzt irgendwie eine Nebenquest oder so noch kommt oder so, storymäßig irgendwie was. Wir versehen, was wir als nächstes machen. Ah, jetzt gehen wir in den Wüstenstaat. Ah, guck mal da. Sieht doch hart nach Nebenquest aus. Sieht aus wie eine Arena da oben. Eine typische Arena, ein Fire Emblem, wo man seine Charaktere hochleveln kann. Okay, das sind alles weiterentwickelte Einheiten, glaube ich. Klasse, Basis Level 16. Oh Gott. Also selbst wenn ich jetzt grinden wollte, ne? Ich glaube, das wird ganz schön schwierig. So, da haben wir die Wüste Tula. Das Level der Gegner ist ja immer noch so auf Level 13 gewesen, ne? Also obwohl ich hier schon weiterentwickelte Einheiten und Charaktere auf Level 17 und so bekomme als rekrutierbare Charaktere. Gegner sind immer noch so auf meinem Level. So, Nebenquest, Arena der Götter. Ein Ort von großer Bedeutung für Emblin, Lucina und Schauplatz einer Prüfung für den Wurmgott. Ja, und er sieht aus wie diese Ferroxa Arena von Awakening. Level 19? Oh, oh. ich glaube, da will ich noch nicht rein. Nee. Ich glaube, da will ich noch nicht rein. Die tun ja nicht irgendwie. Die sind da nicht verpassbar oder so, ne? Die laufen ja nicht ab irgendwie. Ja, ich glaube, wir machen die Story erstmal weiter beim nächsten Mal, weil das sah ein bisschen gefährlich aus. Gut, aber für mich war es das für heute, ne? Ich gehe zurück zum Somniel, sammle die ganzen Klamotten hier alle ein. Und. Ja, beim nächsten Mal sehen wir dann. Jetzt bin ich ja voll um die Ecke. Wir eigentlich voll hier rumgehen können. Egal. Jo, ich sag dann, für mich war es das für heute. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit Kapitel 12, die Wüste Tula. Und ja, dann sehe ich euch dann, ne? Dankeschön fürs Zuschauen. Hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und ich sage dann tschüss, bis zur nächsten Folge.